Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wir vernichten Gelb. Im Anschluss folgt Blau. Wenn nicht sogar zeitgleich. So in der Art. Zeitgleich. Das geht schon. Schauen wir mal, ob wir da ordentlich vorankommen. Bestimmt. Ich mache mir da weniger Sorgen. Letzte Bogenschütze. Okay, da hinten hat es noch mehr. Immer bitte alle hier beisammen. Ihr könnt hier auch mit unterstützen. Oh, hier ist eine Burg. Auch interessant. Schauen wir nochmal, wie sie sich hier bei Blau schlagen. Bisschen schwächer. Allerdings war hier auch die Gegenwehr mit den Türmchen ein bisschen schwieriger. Wir haben ja hier die Kombination aus Türmchen und Soldaten noch. Die hatten wir hier drüben definitiv nicht mehr. Mir ist gerade aufgefallen, wir haben ein Problem und das bedeutet, wir haben nicht genug Abnehmer für den Alkohol. Deswegen baue ich jetzt nochmal ein paar kleine Tempel, die einfach versorgt werden dann. In der Hoffnung, dass wir alles an Alkohol und Mana dann auch tatsächlich verarbeiten. Wie schaut es denn hier aus? Da sind wir fortgeschritten, dann können wir hier weiter gehen in den Norden. Die Burg haben wir auch, sehr schön. Können wir auch hier weiter in den Norden. Müssen wir mal gucken, hier liegen ein Haufen Werkzeuge, da ein paar Waffen, nicht viele, allerdings lohnt sich es vielleicht auch nochmal hier ein bisschen die Waren zum Herbeirufen zu bringen. Wir könnten es natürlich tun, jetzt muss ich mal schauen. Nehmen wir das Eck, perfekt. So, einfach weiter angreifen und vernichten. Schaut es hier aus, ja, bisschen schwieriger. Ja, das war zu erwarten, allein schon dadurch, dass wir nicht wirklich gewartet haben auf einen Angriff, sondern einfach reingeschickt hatten, was wir noch hatten an Soldatinnen. Ich hoffe tatsächlich, dass wir das Mana nicht einlagern müssen, aber wir hatten ja am Anfang hatten wir nachgeguckt, wie das Mana funktioniert. Anscheinend zählt es, wenn es hergestellt ist oder verarbeitet wurde, also verbraucht wurde. Sehr schön, auf zum nächsten Turm. Ups. Da wäre nur noch Kohle. So Waffenlage und so hat es hier nicht nochmal Nähe. Na, ist nichts. Nur noch hier das Werkzeuglager und die paar Speere. Andererseits, da liegt auch Eisen dahinter. Zack. Jetzt haben wir da wieder einen Haufen Waren. So, meine Landungstruppe hat eine sehr schöne Arbeit geleistet. Der hat seinen Turm zurückerobert. Ich greife jetzt einfach mal aus dem Süden her an. Ah, perfekt. Jetzt ist die Frage, wollen wir nach Norden? Ach, gehen wir hier lang. Sammeln wir uns nochmal kurz. Es sind nicht mehr so viele, die ich hier habe, wenn ich das sagen darf. So stimmt, da kommen jetzt natürlich noch einige dazu.
Das Ding ist voll sitzen geblieben auf den... auf dem Alkohol. Ich würde jetzt tatsächlich von hier hinten einfallen. Das macht einfach den größten Schaden. Und dann mit der Truppe gleichzeitig dann von hier vorne. Also von hinten die Wirtschaft zerstören und dann von vorne einfach das Militär aufreiben. Mehr möchte ich da gar nicht tun. Ich denke, das ist auch eine ordentliche Entscheidung. So ein kleines Türmchen noch. Sehr schön. Weiter vorlaufen, bitte. Und zwar hierher. Ich schicke tatsächlich nochmal die Soldaten mit dazu. Die Mine fördert nichts mehr, sicher. Ja, Tatsache. Gut, dann haben wir einen Honigverbraucher weniger. Ich brauche gerade sowieso jeden Tropfen Honig, den ich bekommen kann, daher ist das in Ordnung. Ich denke auch, dass ich die Aufgabenstellung recht gut erledigt habe soweit. Könnt natürlich auch wieder diese ganzen Truppen, die hier noch in den Türmen stecken, recyceln. Aber da mache ich mir nicht die Mühe. So, jetzt kann der hier nämlich auch wieder Alkohol herstellen. Die Eisenmine fördert nichts mehr. Schande über diese Eisenmine. Dann setzen wir da hinten einfach nochmal eine. Zur Not liegt hier bestimmt auch irgendwo noch Eisen rum. Da liegt noch ein kleiner Haufen Eisen. Den hole ich mal auch noch her. So. Können Sie sich austoben. Da liegt auch nochmal Eisen. Sobald wir das also erobert haben, ist da weniger das Problem. So, die sind jetzt auch da. Das ist keine allzu große Truppe, die hier in den Rücken fallen wird. Das ist besser als nichts. Jetzt will ich ein bisschen weniger von denen herstellen. Jetzt muss ich auch nochmal in meine Waffenschmieden gucken. Der fehlt. Den fehlt überall nichts. Oh, eine Burg. Ja, mit einer Burg hatte ich jetzt nicht gerechnet. Tatsächlich. Aber so ist es halt jetzt. Okay, dann gehen wir mit euch mal weiter vor. Ich hätte jetzt gesagt, hier den Turm nehmen wir mal ein. Oder hier unterwegs den Turm. Da müsste ja auch einer stehen. Okay, meine Übermacht wurde hier aufgehalten. Das ist vollkommen in Ordnung. Hier ist wohl doch kein Turm. Vielleicht hat... Ah, da ist ein Turm. Ich wollte gerade sagen, vielleicht hat mein Gong das hier ja schon bereits eingerissen gehabt. Und zurück. Und zurück. Wir gehen zurück. Wir gehen zurück. Sehr schön. Das ist die Frage. Die laufen alle links rum. Dann gehen wir natürlich nach rechts. Ganz einfache Sache. Den greifen wir hier an.
schnappen uns die kleinen Türmchen. Die sind einfach zu kriegen und mit denen können wir auch mehr Schaden errichten. Erreichen, nicht errichten. So, ihr könnt hier hinten stehen bleiben und die Truppen aufhalten. Seid gute Bogenschützen. Abreißen ist natürlich immer so eine Sache. Ja, da hat geklappt. Der hier wahrscheinlich nicht. Na doch. Okay. Okay, wenn wir die hier erwischen, sollte das passen. Da hole ich gleich nochmal Nachschub mit vor. Wir konzentrieren uns hier auf den Turm und keinen anderen. Wobei, den kleinen könnt ihr holen. Ich hoffe nur, dass der jetzt nicht nochmal eine Welle an Angreifern schickt. Das wäre jetzt unpraktisch. Oder zumindest nichts, womit ich rechnen würde. Schaut aber recht gut aus. Das sind nur noch vereinzelt Soldaten, das ist in Ordnung. Das ist jetzt natürlich nervig, dass der hier seine Priester mit dabei hat. Werde ich mit meinem Priester nicht viel anfangen. Honig und Schwefel, das sind gute Sachen. Zaubert er hier schon wieder rum. Den Turm hier haben wir jetzt. Wenn sie jetzt endlich diesen einen Bogenschützen da noch zerstören. Sehr schön. Jetzt würde ich von hinten wieder aufrollen. Zusammen mit denen von vorne. Und dann sind wir da relativ gut durchgekommen. Mach mir auch weniger Sorgen, dass das so aufgehalten wird. Und die können hier schön langsam diese kleine Landbrücke bauen. Wenn sie es will. Jetzt ist die Frage natürlich, fehlen mir die Leute oder was fehlt mir? Mir fehlen die Leute. Ohne Leute keine Soldaten. So schön sagt, ohne Moos nichts los. Reißen wir mal ein bisschen was ab. Sogar noch mal eins abreißen, oder? Ja. So. Bitte weiter vorrücken. Bitte weiter vorrücken. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Jetzt haben wir auch einen großen Wald wieder. Und wir haben Baumaterial ohne Ende, das heißt, wir müssen eigentlich auch nichts mehr herstellen. Danke, Chiyu. Danke, Chiyu. Nur noch den einen Turm. In der Zwischenzeit kann ich die paar Soldatinnen hier mit vorschicken. So, das hat auch gut geklappt. Und dann würde ich sagen, kommen wir hier an die Grenze. Holen uns dann gleich diesen einen Turm zurück. Interessant, was haben wir hier noch? Noch mal ein paar kleine Waffen.
So, jetzt haben wir den einen Turm verloren. Dann schicken wir hier unsere kleine Horde ran. Ich denke auch, sobald wir wieder Wohnhäuser haben, geht es hier voran. Ich mache mir einfach nochmal einen Ausbildungsstopp. Wir brauchen jetzt die Träger aktuell noch woanders. Sehr schön. Ein Bogenschützen noch und dann haben wir den Turm auch wieder zurück. Und dann können wir mit dem nächsten weitermachen. Finde ich super. Fehlt noch so viel Material. Baumzauber kann ich gerade auch nicht machen. Weil mir Wasser fehlt. Nee, mir fehlen Träger, die Wasser verteilen. Okay, hier ist die gegnerische Kaserne, das heißt, müssten ja auch irgendwo Waffen rumliegen. Sehr schön. Wir sind erst bei 83%, aber das ist ja schon ziemlich stark im Vergleich zum Gegner. Mir kommt er jetzt so vor, als wäre er definitiv nicht bei 83% oder in der Nähe. Kann aber auch nur eine Einbildung sein. Jetzt müssen wir den mal beseitigen hier, bevor der mir hier noch mehr Soldaten vor meiner Nase ausbildet. Finde ich nicht in Ordnung. So eine Eigenheit vom Gegner, dass der seine, sag ich mal, wichtigen Standorte nur mit so einfachen Türmen sichert und dann nichts drin hat. Andererseits glaube ich auch die Taktik hier. Oh stimmt, ich könnte die alle leer machen. Ist mir zu viel Arbeit. Ist auch eine merkwürdige Taktik eigentlich, seine Türme abzureißen und nur noch an einer Stelle zu haben. Würde ich sagen, ist nicht unbedingt was Übliches. Aber fehlt auch noch ein bisschen Baumaterial. Ja, 140. So, hier sind wir an unsere Grenzen gestoßen, wenn ich das richtig sehe. Okay. Da noch nicht ganz, aber fast. Schauen wir mal weiter. Ich denke, das ist ein Vorstoß und das als ein Vorstoß zu sehen, das ist ideal. Und wir haben ja hier den Tempel auch zerstört. Das ist ja auch eine wichtige Situation gewesen. Beziehungsweise es war ja ein wichtiges Missionsziel, das wir auch erfüllen mussten. Ja, meine Gute, du hast Edelstein gefunden. Das finde ich super. Ich baue hier mal eine Goldmine. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe eine Goldschmelze, die aber kein Gold bekommt und dadurch kein Gold herstellt. Ist natürlich auch blöd. Ich packe hier mal 5% Träger drauf. Dadurch haben wir dann automatisch weniger für Autorekrut. Oder? Kann ich das einstellen? 101. Ah, wir haben 271 Krieger, davon können 141 umgewandelt werden. Rein theoretisch. Praktisch aber auch nicht ganz. Irgendwie so. Bin mir nicht ganz sicher, wie das läuft. Aber guckt euch das an. Wir sind immer noch hier im Vormarsch.
angegriffen. Also es scheint zu gehen gerade aktuell alles. Mir scheint es auch nicht an irgendwie was groß zu mangeln. Vor Ort jedenfalls. Außer an Personal. Ja, daran arbeiten wir gerade. Zwei Bretter noch und dann geht das wieder. Eisenkohle. Die Mine fördert nichts, da steht keine Mine. Der Steinbruch hat nichts mehr zu tun. Guck mal da hinten. Nichts gefunden. Gut, dann gehst du. Gold, ja. Kohle, Schwefel, Kohle, bla 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 bla. Schaut's denn hier aus? Da können wir auch nochmal vorrücken. Zaubern können wir gerade nicht, weil wir keinen weiteren Alkohol bekommen. Beziehungsweise der Alkohol kommt nicht zum Tempel. Weil nach wie vor Personal fehlt. Da fehlt noch ein Brett. Fehlt noch mehr als ein Brett. Sehr schön, damit haben wir nur noch hier das kleine Eckchen für den Gegner und den Gegner können wir dann auch noch zerstören, die Tage, denke ich. Sollte kein Problem sein, da fehlt noch was. Das wird fertig, perfekt. Dadurch, dass es jetzt dann auch fertiggestellt ist, mache ich hier mal die Kaserne wieder auf. Da ploppen mir jetzt die Mädels raus und geben Vollgas, was Materialtransport und Ausbildung betrifft. Und dann können wir unseren nächsten Angriff starten. Die hat es echt versucht hier mit dir. Interessant. Na gut, sie muss ja nur den Gegner schwächen. Zum Meer ist sie ja gerade auch gar nicht mehr da. Da liegt so viel Honig rum, der nicht umgewandelt wird. Diese Gabe hier wurde nie angerührt. Ist das Haus jetzt fertig? Nee, ist noch nicht fertig. Das ist auch noch nicht fertig. Wo laufen die denn hin? Da hinten im Eck. Ich glaube, die holen Bretter. Nee, die holt Weizen und so Zeug. Gut. Alles in Ordnung. Das wird schon wieder. Ich hatte nur gehofft, dass wir fertig werden in dieser Folge. Wisst ihr was, ich mache eine super Folge draus. Die wird jetzt so lang, wie sie halt wird. Aber im Grunde haben wir hier gewonnen. Das kann ja jeder sagen, was er will. Wir machen das jetzt einfach mal so. Kann mir auch jemand erzählen, dass wir diese Türmchen und alles nicht mehr brauchen, aber Soldaten da drin brauchen wir und dann Turm leer räumen und immer einen Soldat noch mit drin und das bringt ja nichts, deswegen machen wir das leer, indem wir es abreißen. Wir haben ja genug andere Türme auf der ganzen Karte verteilt. So, und das ist ja auch nochmal ein komplettes Heer. Das sind auch nochmal knapp 100 Soldaten, die hier einfach nur saßen. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Halte sie auf. Und du auch. Oder auch nicht. Das sind halt Stufe 1 Soldaten jetzt. Die ist auch fies, die erwürgt die langsam, so nach dem Motto, mit jedem Stein, den ich setze, habt ihr weniger Platz. Und irgendwann werdet ihr einfach sterben. Ach, guck dir das an, die hat überlebt. Bombenfrau. Komm, die schicke ich auch einfach mitten rein. Mitten rein, ohne Kontrolle. Auch fertig, das ist fertig. Vielleicht baue ich einfach nochmal eins. Bei der ja nochmal eins fertig wäre, theoretisch. So viele Soldaten, hey.
Ah, das ist echt fies hier. Hier sieht man einfach eindeutig die Laufgeschwindigkeit von Schwertkämpfern, Speerträgern und Bogenschützen. Also sind nicht viele Speere, die ich hier habe. Waren es 30 Stück? Ne, 15. Also. Da ist kein Speer mehr, also ich habe 16 Speere dabei. Wird es hier lustig und dann werden wir fertig sein, denke ich, demnächst. Kommt halt auch noch dazu, dass wir im Norden noch angreifen müssen. Ist auch nochmal so ein Ding. Oh, Engpass. Engpass, Engpass, Engpass. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich möchte nochmal erwähnen, dass die Japaner immer noch mein Lieblingsvolk sind. Chinesen hier. Bin ich so der Freund von China, deswegen sage ich jetzt einfach Japaner. Das sind für mich jetzt alles Japaner. Das war wahrscheinlich unglaublich rassistisch zu sagen, dass man mit China nicht so einverstanden ist und deswegen alle Asiaten chinesisch aussehen. Oder japanisch. Damit müsst ihr jetzt leben. Seht mich an, ich habe Politik ins Spiel gebracht. Ich glaube, nach 27 Minuten in einem Video hört auch kein YouTube mehr zu und wahrscheinlich auch kein Zuschauer mehr. Deswegen kann ich sagen, was ich will. Denke ich. Die hier Schlange stehen. Allein in dem Haufen sind 45 Bogenschützen und da kommen noch mehr. Sehr schön. Weiter geht's. Die holen echt Wasser hier oben. Huch. Alle auf den kleinen Turm und los. Haben wir wieder Mana für irgendwas Anständiges. Ich könnte diese Waren hier alle herbeirufen. Puff und Puff. So, Mana verbraucht. Ich hoffe echt, dass ich das nicht ansammeln muss, das Mana. Wäre blöd. Wenn ich es aufheben muss, dann ist es blöd gelaufen. War halt auch blöd, dass man keine Anzeige hat, wie viel Mana man hat. Aber gut, ich denke, Blau ist vernichtet, bis auf diesen Streifen. Und je mehr sich da jetzt hinflüchten, werden feststellen, oh Mist, das gibt Ärger. Okay, die schicke ich mal alle hierher. Genauso wie die hier, die schicke ich auch mal alle hierher. Und die neuen schicke ich auch mal hierher. So. Es dauert jetzt wahrscheinlich Ewigkeiten, bis die da oben sind. Ja, das wird Ewigkeiten dauern. Ich bin gerade sehr versucht, einfach mal F9 zu drücken.
Das wäre aber wahrscheinlich nicht korrekt. So, ich will nur noch Schwertkämpferinnen. Auch wenn wir jetzt alles abgegradet haben. Es ist halt doch einfach so, dass... Ja. Für den Angriff brauche ich nur die Schwertkämpfer. So, Leute haben wir auch genug. Das Gebäude ist auch fertig. Ich baue einfach hier nochmal 2, 3 Gebäude hin. Dann kann mir auch keiner mehr an Karren fahren mit. Wir haben zu wenig Gebäude. Und hier unten baue ich einfach nochmal 2 Winzer oder 2 solche. Wieder. Zack. Und. Zack. Und dazu einen davon. Zack. Hier drüben war ein Fluss. Wasser. Und Wasser. Tempel habe ich genug. Was macht ihr hier? Ich schicke euch einfach mal direkt weiter. Oh nein, sie sterben. Auf dem letzten kleinen Stück ist kein Platz mehr. Sie verdrängt die Einzelnen. Oh, ist die fies, die Frau, hey. Das ist pure Folter. Also, ich halte euch am Leben. Aber nur gerade so, bis ich euch rausdrücke aus dem kleinen Eck, das ihr noch übrig habt. Und dann, ja, dann müsst ihr gehen. Das ist fies. Das ist wirklich fies. Das grenzt tatsächlich schon an psychologischen Terror. Nee, das ist purer Terror. Vor allem das jetzt. So nach dem Motto, ich bin mit euch hier nicht fertig. Ich gehe jetzt erst hier rüber. Und dann komme ich nochmal. So, und die zwei wissen genau, sie können nirgends hin und... Und sie kommt. Und nimmt ihnen das Land. So. Jetzt ist sie fertig. Und wird zu einer normalen Frau. Der da war der Letzte in ihrem Kokon, nenne ich es jetzt mal. Naja. So, mit euch Mädels fahre ich über die See. So, die schicke ich einfach auch schon mal rein. Dauert mir sonst zu lang. Die schicke ich hier oben ran. Nee, wahrscheinlich gibt es ja keinen Weg. Dann schicke ich die auch hier in die Mitte. Schaut's aus. Wir können Waren herbeirufen. Das reduziert wieder Wege vielleicht. Bin mal so frei. Kann ich das nochmal? Nee, noch nicht. Alle Frau an Bord. Zack, der Turm gehört uns. Gleich an weiter, bitte. Bitte einsteigen. Ich glaube, die Fähren sind ein bisschen schneller als zu Fuß. Schicke ich die einfach mal da hoch. Zack. Das ist fies. Schauen wir mal, wie die da langlaufen. Ja, so wie gedacht. Hier das ganze Ufer vollgepflastert hätte mit so kleinen Türmchen, dann wäre das interessant geworden als Verteidigung.
Okay. Ach, guck an, der hat sogar noch ein paar Truppen gehabt. Nicht viele, aber ein paar, immerhin. Was soll ich da sagen? So. Wo laufen eigentlich meine anderen Mädels hin hier? Die da oben. Die laufen in ihren Tod. Aber sie erkunden dabei ein bisschen was. Ist auch in Ordnung. Da habe ich nichts dagegen. So, den schicke ich auch mal da irgendwo hoch. Hier ins Schwarze. Ihr drei seid bald da. Jetzt spielt die Musik hier oben. Aha, das war synchron. Wir müssen Brüder sein. Warum haben wir eigentlich hier diese Traube in der Mitte, anstatt hier, wo der Turm ist? Ah, ihr seid jetzt auch mal da. Sehr schön. Interessante Verteidigung. Die hier in der Mitte brauchen wir eigentlich gar nicht anzugreifen, aber gut, der Vollständigkeit halber. Wir räumen auf. Da ist ein Priester. Macht die Priester kaputt. So, kann ich ja noch irgendwelche Waren herbei... Da. Zack. Oh, das ist gutes Eisen war dabei. Sehr schön. Okay, ihr macht hier hinten fertig und ihr hier oben. Und ihr hier vorne, genau. Da ist sogar noch ein Gegner, wow. Schauen wir mal, ob wir nochmal was finden, was Interessantes. Einen einzelnen Gegner. Oh stimmt, meine Schiffe sind da. Danke fürs Fahren, Mädels. Bitte wieder hier runter. Mit euch habe ich mir die Burg. So, da haben wir auch alles. Da lebt noch einer. Wahrscheinlich auch nicht mehr so lang. Da wäre ein leerer Turm, den könnten wir auch einnehmen. Wir haben eine Bogenschütze dabei, finde ich auch interessant. Und wir haben eine Burg hier hinten, damit hatte ich nicht gerechnet. Na, dann machen wir das einfach mit den Turmbesatzungen hier. Könnte klappen. Schauen wir mal, wie das klappt. Ansonsten schicke ich da einfach nochmal eine Truppe hoch. Ich glaube, ich muss da noch mal ein, zwei hinschicken. Jetzt machen wir das einfach so.
schicke ich zusammen dahinter. Ja. Ja, ist nötig, dass die zusammenlaufen. Stimmt, wie läuft's hier? Ja, da passieren Dinge. Da sind auch Dinge passiert. So, dann holen wir uns hier noch die restlichen Türmchen da. Die schicke ich jetzt alle zur Burg. Ist wieder irgendwas eingestürzt? Schon wieder was eingestürzt, hey. Diese Geräusche, die machen mich fertig. Sollten an ihrer Infrastruktur arbeiten. Diese Sachen einfach so einstürzen, das darf nicht sein. Zack. Sind es 6 Stück. Na gut. Wird schon, wird schon. Wieder was eingestürzt. Schaut's hier aus. Aus 6 Stück sind 4 geworden, 5. Okay. War klar, dass wir die Speerträgerin verlieren, aber mir ging es auch eigentlich hauptsächlich nur um die hier. Euch schicke ich mal nochmal nach oben. Euch schicke ich hier rüber. Wie schaut es mit der Burg aus? Wir haben alle an der Burg verloren. Schicke ich doch einfach die 8 hier rüber. Vielleicht schicke ich auch die da auch nochmal als Vorhut hoch. Ich glaube gar nicht so schlecht. Euch schicke ich noch da lang. Ja, guck mal, ein Blauer lebt noch. Ha. Der letzte seiner Art. Bogenschützen hin. Interessant. Sehr viele nutzlose Kandidaten hier. Geht da noch was oder nicht? So. Achso, die haben gar keinen Turm mehr. Müsste ich ja eigentlich ganz unverfroren einen da bauen. Ist auch so eine Ecke, die man gern herbeizaubern könnte. Sehe echt keinen Turm mehr hier in der Nähe. Die Getreidefarm kannst du dir sparen, mein Freund. Gut, dann. Ich sage, räumen wir hier unten weiter auf. Komm, die kann mit, die da. So, ja gut. Festung haben wir schon. Zurück. Oben war jetzt nichts mehr, dann vielleicht hier unten. Zieht denn der hier jetzt noch seine Soldaten her? Okay, weiter geht's. Ich weiß tatsächlich nicht, wann ich meine 500 Mana erreicht habe. Ich ging davon aus, dass meine Produktion ein bisschen angeregt wurde. Scheint aber immer noch Wasser zu fehlen. An Personal mangelt es mir wohl nicht. Ich kann auch nochmal hier die Karte umstellen, dann sieht man, wie viele Leute ich habe. So, das ist die Militärkarte, so wie wir sie kennen. Die ist auch am besten, finde ich. Ja, dann können wir hier nochmal nach einem Turm suchen und dann hat es hier noch den. Und dann denke ich, haben wir den Gegner besiegt, weil ansonsten hat es hier nichts.
Und dann ist halt die Frage, ob das zählt oder ob wir hier noch Ewigkeiten sitzen und auf unser Mana warten. Wenn es nämlich der Fall ist, dann drücke ich gnadenlos F9, ganz ehrlich. Scheint so, als wäre das hier der letzte Turm. Und der letzte Soldat? Was habe ich übersehen? Habe ich irgendwo irgendwas übersehen? Hier unten vielleicht nochmal? Ich weiß es nicht, aber denn ihre Grenze verläuft ja hier. Weiß es nicht. Ich drück mal F9. Weil wenn das jetzt nur so eine Warterei wird, dann macht es doch aber auch keinen Spaß. Weißt du? Geht da was? Produziert wird. Mana haben wir auch. Achso, warte mal, ich brauch's mal nicht. Ah, jetzt haben wir gewonnen. Na super. War wirklich nur eine Warterei. Weil hier oben war nichts mehr. Nee. War nur noch eine Warterei. Ich hätte das Mana wahrscheinlich ansammeln müssen. Und nicht verbrauchen dürfen. Alles gut, weil es gibt ja keine Anzeige, wie viel man hat. Deswegen. Aber dazu sage ich jetzt nichts. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wer so lange durchgehalten hat, der muss unbedingt auf den Kanal von The Schlotzers. THESCHLOTZERS. Genau, das auch noch. Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Und dann ciao.